Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte auf diesem Marsch. Wir hätten immer noch aktuell Feld 2. Nebenbei pressen wir noch Silageballen und machen jetzt die Aussaat auf Feld Nummer 14. Weiter. Die Ernte läuft. Auf Feld 23 wird Ballen gepresst und Feld 26, glaube ich, oben rechts neben der BK. Süd, glaube ich, müsste es sein. Da auch noch Ballen gepresst. Ich habe es noch nicht geschafft, die allen einzusammeln bis jetzt. Weil hier geht der Drache hier so hoch auf Gerste, dass ich knapp hinterher komme hier. Kaum bin ich weg, woanders wird schon wieder geschrien, ich bin voll. Geht ja wohl nicht. So, einer ist tankmäßig auch wieder dürftig aus. Aber irgendwie wird es noch reichen heute. So, die letzte Aufgabe, die er heute macht. Erstmal müssten wir noch ein paar Felder kaufen. Das machen wir morgen. Ingame, wahrscheinlich. So, gleich zum nächsten Drescher. Also wieder vorbei. Entschuldigung. Fahr auch aus. Gut. Kurze Kontrolle. Die Aussaat läuft. Raps übrigens. 13 ist auch Raps drauf, aber noch nicht reif. Wachstum ist mittlerweile ja, 2 Stufen vor reif. Also das sieht äußerst ungünstig aus. Aber der KI ist auch nicht besser. Deswegen vermute ich mal ganz stark. Ey, wo sind keine Ballen hier mehr? Und die anderen sind noch nicht fertig. Ah, die sind noch gern. Die anderen sind noch. Der Arbeit auch. Ja, Gras. Hier waren keine mehr, ne? Nein. Drücken wir auch noch. Kurz wieder abschnallen, ne? Und ganz, ganz schnell, Anführungszeichen, mal gleich hier aufladen nebenbei. Dann fahren wir zur BGH. Ja, Süd ist da, glaube ich. Das sind gar keine Ballen. Aber die müssen eh noch einen Tag stehen bleiben. Also frühestens morgen um die Zeit. Fertig. Einen noch. Oder fahre ich die Nord und fahre die anderen entsprechend. Und der Nord ist durch die nächste Fuhre dahin fahren. Hier den Rest und dann düngen muss ich das noch. Boah. Schauen wir, dass alles morgen fertig kriegen mit Düngen. Können wir hier durchfahren? Da kaufen wir immer noch keine.
Tja, wenn wir so viele Graswiesen haben, wenn wir mal umstellen auf andere Fahrzeuge, die mähen und gleichzeitig auch pressen können. Dass wir das alles in einen Ritt fertig kriegen. Aber das machen wir so für Vierfach BGH, zu Vierfachkarte. Ja, der Herbst ist da, die Bäume sind schön braun. Schon wieder leer, voll. Da bekommst du nichts. Wenn das Abfahren mit Kursblech klappen würde, so halbwegs, dann würde ich es ja machen, aber da kommt ja leider auch immer die Fehlermeldung, dass er irgendwo hingefahren ist, wo ich hin soll. Liegt aber auch teilweise daran, dass die Felder Gräben haben und Kurs, wie die sind, nicht erkennt. Also beide leer. Aber nicht so tragisch. Wir haben eh nur Grasballen. Du war das nass und kalt. Ja, fast wieder voll. So, nehmen wir gleich den ersten. Der Hobel stehen und fertig weiter. Sonst haben wir ein Problem. Kommst du nichts hier? Wer durchdrehende Reifen? LKW voll. Naja, gut, so gut wie. Gut, da haben wir eine Gerste auch fertig. Dann können wir hier auch noch was aussehen. Denken wir, wenn wir auch Raps einbringen. Wir müssen ja die Frucht so wählen, dass sie auch im Winter besteht. Und Raps und Getreidesorten, die sind halt auch für ein Herbstaussaat geeignet. Wir werden auch hier vorne Sachen spielen noch, also eine Jahreszeit noch. Quatsch, ein Jahr komplett. Mit der Karte wird noch ein bisschen dauern, schätze ich mal. Gut, das passt. Der andere macht die Leertour zurück. Die ich von vorhin gefahren bin.
dann kann der mal stehen bleiben. Und wir gehen indessen hier auf den rein. Tun ihn entlassen. Bin fertig. Dann können wir dann anfangen mit der Reparatur. Waffen reparieren, einparken. Und bis die nächste Ernte beginnt, wenn überhaupt die Ränder wollte ich da machen. Das mache ich mit aller Nähe. Entschuldigung. Oh, Zeit nicht gedrückt. Na, jetzt wieder mal raten. Oder ganz vorsichtig. Weil OBS Labs ist man keine Zeit. Also keiner entdeckt. Ungünstig. Gut, wie heißt das Raten? Dann wird es so kurz oder so lang, ne? Ja. Wäre mal ganz kurz. Ah ja. Und abhängen. Wir sind unsamt drüber gefahren. Schaltet automatisch. Ja, den werden wir erstmal pauschal hinstellen. Und dann nachher, wenn wir ein bisschen Zeit haben, reparieren und waschen. So. Machen wir vorne noch zu. Alles fest, ups. Ja, düngen heißt es nachher. Ab dem wir alle gesammelt haben. Das heißt, auf der 11 könnten wir jetzt voll ja die Reste. Das dauert ja so lange, ne? Oh. Wo sind die hin? Hup. Ich dachte schon, die PGA gefressen, aber gut. Doch nicht fest gewesen. Ach nee. Nein! Wenn man keine Arbeit hat, macht man sich welche. Dann werden noch garantiert unterwegs welche liegen. Na komm rum? Nee.
Ach nee. Ja, dann mache ich mich hier sammeln, ne? Die Straße ist voll. So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Ja, ja, was soll's. So, liebe Zuschauer, das soll's für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Vielleicht sehen wir uns morgen wieder. Wünsche ich einen schönen Tag. Tschüss auf den Gewinkel, ciao, ciao, bis bald.